Es heißt, wir sind am verwundbarsten, wenn wir vertrauen. Aber andererseits können wir unsere Herzenswünsche nicht erfüllen, wenn wir nicht vertrauen. Guybrush Threepwood, vertrauend auf seinen Voodoo-Zauber, setzt in der Karibik die Pocken frei. Er flieht von Flotsam Island, um seiner Frau Elaine zu folgen und um ein Heilmittel gegen die Pocken zu finden, von denen sie beide befallen sind. Auf den Jerkbait-Inseln findet Guybrush Elaine zusammen mit seinem Erzfeind LeChuck. Mit tiefem Widerwillen vertraut Guybrush dem ehemaligen Geisterpiraten seine Frau an und sucht allein nach dem Heil. Gejagt von der todbringenden Morgan Le Fay, muss Threepwood seine Fehler berichtigen, indem er Lysbonja Grande findet. Die Pocken verwandeln die Meere in ein heimtückisches Biest. Und das Biest. Das solltest du aber, Schwesterchen. Warte, was glauben? Was? Seku! Dunkel? Ja, eindeutig dunkel. Lange Bildchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play... Nix! Um Himmels Willen! Ciao, Penny. Guybrush, gleich hab ich dich. Tut mir leid, ich stecke gerade im Inneren einer Seekuh fest. Hinter dir! Oh, den kenne ich bereits. Gute Leistung, Sir. Da haben Sie die hübsche Kopfgeldjägerin aber schön in die Falle tappen lassen. Man muss ihre Beharrlichkeit schlicht bewundern. Sie ist bewusstlos. Gut, wir müssen uns jetzt wieder auf die Suche nach La Esponja Grande machen. Ich werde einen Weg nach draußen finden. Vorzugsweise durch den Vordereingang und nicht durch den Hintereingang. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Wenn sie sich rührt, verpasse ich ihr die alten Skorbut-Knöpfe. Ich will gar nicht wissen, was das ist. So, ja, Spiel wird gespeichert. Und hiermit zurück, ich wollte zuerst sagen, hiermit zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island, Kapitel 3 diesmal. Lair of the Leviathan. So, richtig ausgesprochen. Nach einer kurzen Zeitpause, aber warum, sage ich jetzt nicht. Es kann sein, dass meine Stimme hin und wieder so irgendwie so in die Höhe geht, überschlägt sich oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Aber das liegt daran, dass ich wahrscheinlich zu viel gesprochen habe in letzter Zeit. Das könnte sein, theoretisch. Naja, so, wir haben hier Winslow und die Le Fay. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Oh, gute Akustik. Da muss ich mich dann auch gleich umstellen. Also, wahrscheinlich hört ihr das schon mit Halle. Ja. Ja? Ja, das werde ich diesmal machen. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich behalte Miss Le Fay im Auge. Danke. Oh. Ein Lager? Sowas nenne ich primitives Leben. Schaut dir das lieber mal an. Okay. Hallo? Entschuldigung? Wer ist da? Ein Abenteurer aus der Außenwelt! Und wer sind Sie? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mächtiger Entdecker. Dekava, ich hab nach dir gesucht. Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zu einem sehr bedeutenden Artefakt, das ich für eine sehr bedeutende Dame erlangen muss. Ich sag's dir ja nur ungern, aber du steckst in einem übergroßen Meeressäuger fest. Du wirst so schnell nirgendwo hingehen. Himmel, nein! Ich steck doch nicht fest. Ganz im Gegenteil, das ist alles Teil des Plans der Meeresgötter. Das Maul der Seku führt mich zum Artefakt. Die Seepferdchen brachten das Maul zu mir. Genauso, wie ich mich selbst aus dem Gefängnis von Fat Island befreit habe, indem ich die Wache um seine Schnürsenkel bestach,
ihn an einem Flaschenzug aufhing, den ich aus altem Gebäck hergestellt habe und dann über den Zeitraum eines Jahres meine Sehennägel wachsen ließ, um aus ihnen vorsichtig ein Schlossknacker-Set zu schnitzen. Genauso werde ich, Coronado de Cava, aus diesem Biest herauslaufen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das wird wann der Fall sein? Ich habe einen sehr eng gesteckten Zeitplan. Sobald wir den heiligen Paarungsplatz der Seekühe erreicht haben. Oh Mann. Okay. De Cava also. De Cava. Der Geliebte von der Voodoo Lady. Passt dich befolgt zu ihr. Nicht. Wie lange bist du schon hier drin? Wie lang bist du schon hier drin? So. Wie lang bist du schon hier drin? Seit Jahren. Diese Reise ist etwas länger geworden als geplant. Forschung stößt immer auf unvorhersehbare Hürden, die förmlich darauf brennen, überwunden zu werden. Hast du etwa einen Schatz? Was? Hast du etwa einen Satz Dietricher aus 10 Nägeln gemacht? Hast du etwa einen Satz Dietricher aus 10 Nägeln gemacht? Das ist korrekt. Und du hast nicht den Verführe den Wachhund mit dem Hundeknochentrick versucht? Bah, das ist doch nur was für Anfänger. Wie auch immer, ich sollte jedenfalls dieses Medaillon geben. Wie auch immer, ich soll dir jedenfalls dieses Medaillon geben. Oh, dieses Medaillon habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wo haben Sie? Was ist denn das? 3Wood, ich bin's. Huch! Gut gemacht. Du hast Coronado de Cava gefunden und bist La Esponja Grande einen Schritt näher gekommen. De Cava und seine Besatzung werden sich bei deiner Aufgabe noch als unentbehrlich erweisen. Und während sich die Pocken ständig weiter ausbreiten, musst du langsam gehen, Guybrush. Jahre der Suche nach dem Schwamm haben de Cava labil gemacht. Er war schon immer eine sanfte Seele. Bitte, ich flehe dich an, mich nicht zu erwähnen. Erwähne nicht La Esponja. Und was du auch tust, sag ihm nicht, wo du sein Medaillon erstanden hast. Wo haben Sie das her? Wer schickt Sie? Was machen Sie hier? Das heißt, wir können jetzt direkt genau das sagen. Aber die Voodoo-Lady hat doch Macht über uns. Das wäre irgendwie ein bisschen... jetzt bin ich unentschlossen. Und speichern kann ich aber auch nicht. Vielleicht kann ich doch speichern. Aber ich will es gar nicht versuchen, weil ich will da durchspielen. Also, die Voodoo-Lady gab mir das Medaillon, damit ich La Esponja Grande finde. Was hat sie? Idio, diese untreue, wahrsagende Hure! Hä? La Esponja ist mein Steckenpferd. Ich will ihn ihr übergeben als gewaltiges, alles verzehrendes Symbol meiner glühend heißen Leidenschaft. Ich bin nur kurz weg. Da verbringt sie schon ihre Zeit mit einem frühpubertären Piratenjungen. Nein, das siehst du völlig falsch. Nein, auf keinen Fall. Wir sind nicht einmal richtig befreundet. Sicher. Ein Freund, dem sie ein sentimentales Medaillon von unschätzbarem Wert überlässt. Ich wette, sie betraut sie auch nie mit irgendwelchen Aufgaben. Nein. Okay, hin und wieder sagt sie mir, was ich tun oder wohin ich gehen soll, allerdings meist mit nur wenig oder überhaupt keiner Hintergrundinformation, aber... Das hört sich aber stark nach einer Aufgabe an. Früher gab sie einmal mir die Aufgabe. Ich hielt mich schon immer für etwas Besonderes. Hat sie dir schon jemals eine Voodoo-Puppe gebastelt? Nein. Ich glaube Ihnen kein Wort. Haben Sie sie jemals in den Arm genommen? Was? Nein, ich bin verheiratet. Sie! Ich sehe keinen Ring, Senor Leibrasch. Ich verlor ihn mit meiner anderen Hand. Ich bring Sie um. Ich will weder das Herz der Voodoo-Lady noch La Esponja Grande für mich beanspruchen. Was wollen Sie hier eigentlich? Urlaub? Ach, wirklich? Ja, genau genommen ist es meine Hochzeitsreise. Mit ihrer unsichtbaren Frau? Meiner sehr wohl existenten Frau. Warte, ich werde losgehen und sie holen. Ich werde ihre vermeintliche Ankunft mit quälendem Zweifel erwarten. Ui, wir haben uns da wieder mal was auf. Hey, De Cava,
Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ. Hey, Dekawa. Gehen Sie mir aus dem Gesicht, sonst bringe ich Sie noch um. Mann, benutzt nicht das Schiff eines anderen Mannes, nur weil er es am Hafen zurückließ. Eine Made? Saugwurm. Saugwurm. Wie geht's? Ein glitschiger Saugwurm. Oh, deswegen steckst du es gleich ein. Ja, logisch. Winslow, ich muss morgen aufwecken und sie Dekawa als meine angebliche Ehefrau vorstellen. Ja, ja, das erinnert mich an die Zeit, als ich... Nicht jetzt, Winslow. Dekawa ist echt verrückt. Wie Sie meinen. Ich habe eine erstklassige Schulung in erster Hilfe auf See erfahren. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Zuallererst fühlen Sie Ihren Puls und prüfen Sie, ob sie noch lebt. Was? Sie könnte tot sein? Das weiß man ja nie so sicher. Ihr Handgelenk, Kapitän. Sehr gut. Ihr Puls ist kräftig. Was ist das? Ein Tattoo. Der Name ist Gas. Dies ist für Jack Bender. Ausgezeichnet. Sie ist gesund und munter. Was mich zum nächsten Schritt bringt. Nehmen Sie dem Opfer alle Waffen ab. Wir wollen doch nicht, dass sie wild um sich schlägt und uns versehentlich ein Körperglied stutzt. Sie denken gut mit. Gut, ich habe ihr Schwert. Da wurde etwas eingraviert. Dante Dragotta. Das hört sich nach hartem Kerl an. Gomez, nicht auf den Teppich. Heben Sie Ihre Beine an, um die Durchblutung zu fördern. Verstanden. Warum muss ich eigentlich immer alles machen? Das gibt es ja nicht. Macht nur mal was selber. Hebe Ihre Beine an. Was ist denn das? Ein Haushaltsbuch für Söldner? Faszinierend. Wer hätte gedacht, dass Kopfgeldjäger akribisch Buch führen? Entschuldige, Gustav, kostenlos persönlich. Oh. Prinz Hippolyto de Thor. Plus 10.000. Neues Schiff, minus 10.000. Mittagessen, minus 5. Das heißt, sie hat minus 5 Geld gehabt. Gideon Gimplack, plus 300. Beerdigung am Nuni, minus 6.000. Oh, sie hat Schulden. Sie ist ohne Bewusstsein, Sir. Ein äußerst kurioser Fall. Wenn wir nur Riechsalz hätten, das wäre die Lösung. Sie ist ohne Bewusstsein. Ja, hast du schon gesagt. Ein äußerst kurioser Fall. Wenn wir nur Riechsalz hätten, das wäre die Lösung. Da kann ich also nicht vorbei. Das heißt, ich muss Riechsalz. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Soll so sein. Haben wir jetzt hier zufällig Riechsalz? Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedrohlich aus. Die Quartiere der Narwhal. Wie sind die doch prächtig. Nein, ich wollte nicht runter. Oh.